Cannabis. Zusammen mit Tabak, Alkohol und Koffein ist sie eine der am meist konsumierten Drogen weltweit. In Österreich zählt Cannabis zu den verbotenen Suchtmitteln. Konsum, Anbau, Weitergabe und Handel sind hierzulande also strafbar. So wie bisher auch bei unseren deutschen Nachbarn. Nach Plänen von SPD, Grüne und FDP sollen aber bereits im Frühjahr 2024 deutliche Lockerungen bei Anbau, Besitz und Konsum der Droge in Deutschland gelten. Aus Sicht der OÖVP und der CSU ist dies ein fataler Schritt mit absehbar negativen Auswirkungen. Als österreichische Volkspartei, als oberösterreichische Volkspartei werden wir immer gegen Legalisierung von Cannabis auch auftreten, weil wir darin absolut keinen Sinn sehen und wir sehen da eine große Gefahr für den Jugendschutz, eine große Gefahr für den Gesundheitsschutz, eine große Gefahr für die Sicherheit. Und wenn man was Illegales legalisiert, wird das dann nicht besser, sondern die Gefahren werden bleiben und deswegen werden wir da immer vehement dagegen auftreten. Es macht aus meiner Ansicht keinen Sinn, dass man, weil illegal was konsumiert wird, letztendlich einen Konsum legalisiert und damit Cannabis gesellschaftsfähig macht. Das, glaube ich, ist der wesentliche Unterschied. Man wird damit auch ein Zeichen setzen, dass Cannabiskonsum ungefährlicher wäre, als er denn ist. Und das Zeichen ist aus meiner Sicht ein klarer Irrweg. Für OÖVP-Geschäftsführer Florian Hiegelsberger sei die Drogenpolitik keine alleinige Sache Deutschlands. Denn angesichts der offenen Grenzen hat dies auch Auswirkungen auf die Nachbarländer, so wie Österreich. Ja, im Gesetzestext, in der Gesetzesvorlage ist ja normiert, dass Menschen mit einem Wohnsitz in der Bundesrepublik und Menschen mit einem gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik, das wären dann Wochenpendler, das wären dann Arbeiter, die nach Deutschland fahren, das wären Künstler, die Auftritte in Deutschland haben, aber auch Studierende, die dürfen dann Cannabis legal konsumieren. Sie dürften aber auch drei Pflanzen Cannabis für den Eigengebrauch auch anbauen. Das wären dann 50 Gramm Cannabis und sie dürften auch bei Cannabis-Clubs, bei Cannabis-Anbaugemeinschaften auch dabei sein und dort auch Pflanzen ziehen, die Substanz ziehen auch für den Eigengebrauch. Von 2017 bis 2022 hat sich etwa in Oberösterreich die Zahl der ertappten Drogenlenker von 420 auf 1800 mehr als verdreifacht. Durch den bevorstehenden Beschluss befürchte man deshalb auch neue Gefahren im grenzüberschreitenden Straßenverkehr. Weil was wir aus parlamentarischen Anfragen auch wissen, die im Deutschen Bundestag gestellt wurden, sollen auch die THC-Grenzwerte im Straßenverkehr angehoben werden. De facto würde das bedeuten, mehr Drogenlenker auf den deutschen Straßen, mitunter auch mehr Drogenlenker auf österreichischen Straßen. Die Leute feiern miteinander, die Leute reden miteinander. Der Autofahrer, der sich bei uns zukifft, der wird so auch nach Oberösterreich rüberfahren. Also insoweit wird die Grenze, die in vielen Bereichen Gott sei Dank nicht mehr besteht, in dem also auch nicht behalten. Auch die Austrocknung des Schwarzmarktes durch die Legalisierung von Cannabis sei ein Mythos. Der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, dass mit dieser Legalisierung der Schwarzmarkt eingedämmt wird. Alle Zahlen, die vorliegen, alle Expertinnen und Experten, die sich damit beschäftigen, gehen vom Gegenteil aus. Der Schwarzmarkt wird florieren. Man wird der Drogenmafia nicht das Handwerk legen können, weil wenn mehr Drogen im Umlauf sind, wird mehr konsumiert. Die Preise werden sinken und auch die THC-Werte am Schwarzmarkt sind höher. Und alle, die ein höheres Suchtpotenzial haben, werden dann darauf zurückgreifen. De facto wird dagegen das Gegenteil auch eintreten. Deswegen ist das auch so fatal und ein grober Irrweg, der da begangen wird in Deutschland. Auch die tschechische Regierung kündigte bereits eventuelle Lockerungen der Cannabis-Bestimmungen an. Die OÖVP fordert daher eine klare Antwort der in Österreich für Drogen- und Justizpolitik zuständigen Regierungsmitglieder Alma Zadic und Johannes Rauch auf den Cannabiskurs der rot-grün-gelben deutschen Bundesregierung. Uns hat die bayerische Staatsregierung ein Werkzeug in die Hand gegeben. Sie haben ein Gutachten der Universität Erlangen-Nürnberg in Auftrag gegeben, wo ganz klar herausgearbeitet wird, dass diese Legalisierung gegen internationale Abkommen auch verstößt. Deswegen rufen wir die Bundesregierung in Form von unserer Justizministerin Alma Zadic und dem Gesundheitsminister Johannes Rauch auf, dass sie das ernst nehmen, dass sie dieses Gutachten auch ernst nehmen und dass sie alle in ihrem Bereich möglichen Schritte auch setzen, dass wir da auch dagegen ankämpfen.